Okay. Genau, ja, guten Morgen. Ich begrüße euch herzlich zur Vorlesung Robotik 2. Ich hoffe, alle können mich nach wie vor hören, auch die Leute, die dazu gekommen sind. Ich freue mich, dass so viele Leute, also ich sehe hier 85 Teilnehmer an dieser Vorlesung momentan. Ich freue mich, dass so viele hier sind und dass alles so reibungslos funktioniert hat zu Beginn von diesem Semester in dieser außergewöhnlichen Situation. Mein Name ist Tamim Asfur und ich halte diese Vorlesung Robotik 2. Vielleicht kennen mich einige von euch aus der Robotik 1 Vorlesung. Und zusammen mit einem Team, was ich gleich vorstellen werde, werden wir unser Bestes tun, um einen reibungslosen Ablauf aller Vorlesungen hier, die wir am Lehrstuhl anbieten, in diesem besonderen Sommersemester zu gewährleisten. Vielleicht zur Vorgehensweise, wir zeichnen diese Vorlesung heute auf. Das heißt, am Ende von dieser Vorlesung bekommt ihr tatsächlich das aufgezeichnete Material zum Download. Details dazu erkläre ich gleich. Wir haben das jetzt so vorbereitet, dass ihr stumm geschaltet seid. Das ist ein Vorteil dieser Art. Da braucht man sich nicht darum zu kümmern, dass alle ruhig in der Vorlesung sitzen, sondern man kann es erzwingen. Der Nachteil natürlich ist, dass dieser persönliche Kontakt oder ja, die persönliche Interaktion, worauf ich sehr großen Wert lege in den Vorlesungen, ein bisschen darunter leidet. Durch die Vorlesungen kennt man Gesichter von Personen. Jetzt sehe ich hier nur Namen und Abkürzungen und die Herausforderung wird zu einem späteren Zeitpunkt hoffentlich bald eine Assoziation zwischen Namen und Gesichtern zu machen. Das ist keine triviale Aufgabe. So, zum weiteren Verlauf der Vorlesung, wir werden versuchen, die Vorlesungseinheiten, die unterschiedlichen Kapiteln oder Einheiten im Voraus aufzuzeichnen und euch zur Verfügung zu stellen, sodass wir diese Präsenzstunde, also die Vorlesungszeit, tatsächlich vor Diskussion und vor vertiefende Aspekte nutzen können. Sprich, dass wir euch vielleicht bestimmte Simulationen zeigen, bestimmte Demos zeigen. Wir werden mit euch auch über Ilias interagieren, dort Aufgaben und vielleicht und auch eure Fragen selbstverständlich beantworten. Und ich hoffe oder wir hoffen, dass wir mit all diesen Maßnahmen für euch ein perfektes Material zur Verfügung stellen und perfekte Betreuung. Natürlich zusätzlich zu der Aufzeichnung und alles, was ich erzählt habe, werden diese Folien als PDF im Ilias-System zur Verfügung gestellt. So, zur Vorlesung. Also ich komme oder wir kommen aus dem Institut für Anthropomatik und Robotik. Und Robotik ist vielleicht ein Begriff für jeden, aber nicht Anthropomatik. Und bevor ich mit der Vorlesung hier anfange und weil das Thema der Vorlesung viel mit der Anthropomatik zu tun hat, kurz hier, was wir mit Anthropomatik meinen. Wir meinen die Wissenschaft der Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Wir wollen Systeme entwickeln, die Menschen unterstützen, bei der Arbeit, zu Hause, gesunde Menschen, Menschen mit Einschränkungen. Und wir wollen vor allem Systeme entwickeln, die Menschen wollen. Und eine Kategorie von diesen Systemen sind humanoide assistive Roboter, die hier in meiner Gruppe oder in meinem Lehrstuhl entwickelt werden. Das ist ein großes Institut an der Fakultät für Informatik hier. Und wie man sieht hier, das sind 10 Professoren, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Mensch-Maschine-Mensch-Roboter-Interaktion beschäftigen. Ich werde viel heute dazu erzählen, was wir an meinem Lehrstuhl machen, also hochperformante humanoide Technologien, H2T. Aber wie man sieht, hier Kollegen, die auch andere Vorlesungen, die ihr wahrscheinlich
ausgewählt habt, wenn ihr jetzt Robotik 2 als humanoide Robotik wählt, dann sind natürlich Aspekte der Bildverarbeitung, der visuellen Mensch-Maschine-Interaktion, des Lernens, die Sprachverarbeitung, aber auch die Industrierobotik oder stochastische Informationsverarbeitung von Interesse bis hin zur Medizinrobotik. Ja, das sind alle Aspekte und Themen, die hier am Institut für Anthropomatik und Robotik behandelt werden. Und mein Lehrstuhl ist hier, wie man sieht, High Performance Humanoid Technologies, wo wir die komplette Palette der Vorlesungen in Robotik fast am KIT hier anbieten. An Robotik 1, 2, 3 und weitere. Genau, mein Team hier, also das H2T-Team, ist sehr interdisziplinär. Wir sind Informatiker, E-Techniker, Maschinenbauer. Wir entwickeln komplette Robotersysteme, humanoide Robotersysteme, aber auch assistive Technologien wie Prothesen oder Orthesen. Und wir forschen an dem Thema hier humanoide Robotik in Karlsruhe seit über 20 Jahren. Zur Organisation der Vorlesung. Das bin ich, ja, ihr könnt mich hier sehen, Tamim. Dann gibt es Fabian und Kevin, die könnt ihr auch wahrscheinlich sehen hier im Chat. Ja, das ist in Rot der Fabian und in weißem Hemd, wie auf dem Foto auch, Das ist Kevin. tatsächlich das Gleiche, ja. Und wir werden die Vorlesung hier betreuen, also halten und betreuen, aber wir stehen für alle eure Fragen zur Verfügung. Das heißt, falls jemand eine Frage hat, dann bitte eine E-Mail an robotik2@list.git.edu schicken. Und ihr werdet von eins von diesen drei Personen eine Antwort bekommen. Dann, wir sitzen, das ist jetzt zunächst mal uninteressant, wo wir sitzen. Wir können an einem beliebigen Ort sein, aber normalerweise, oder ich sitze hier auch tatsächlich jetzt in diesem Gebäude in meinem Büro. Die meisten Mitarbeiter hier, die machen Homeoffice wie ihr. Aber unser Institut oder Labor ist im Gebäude 5620. Das ist, wo momentan die Baustelle anfängt, wo hier ein neues Gebäude entstehen soll, direkt gegenüber von der Mensa, beziehungsweise hier ganz in der Nähe von der Haupteinfahrt zum KIT. Wir sitzen im ersten OG in diesem Gebäude und im dritten OG. So, also man sieht hier das Institut oder Teile von dem Institut für Anthropomatik und Robotik direkt gegenüber hier von der Haupteinfahrt des KIT, wo Mensa und Bibliothek zu finden sind. Wir haben auch Sprechstunde. Meine Sprechstunde ist mittwochs, ja, also da muss ich gucken, dass das alles einheitlich überall auf allen Webseiten jetzt aktualisiert wird. Es ist mittwochs 14 bis 16 Uhr. Und am besten nach Vereinbarung per E-Mail, aber auch zu anderen Zeiten. Also per E-Mail können wir auch einen anderen Termin vereinbaren, nicht nur unbedingt Mittwoch 14 bis 16 Uhr. Die Sprechstunden von Kevin und Fabian, die könnt ihr auf der Webseite vom Lehrstuhl finden. Die könnt ihr am besten erreichen über humanoids.kit.edu oder humanoids.de. Ilias, ihr seid alle Masterstudenten. Und jetzt kommt immer normalerweise meine berühmte Frage: Wie viele Informatiker, wie viele Maschinenbauer, E-Techniker, Mathematiker in der Vorlesung sitzen? Das erspare ich mir hier, weil ich glaube, genau bei inzwischen 100 Leute, die hier im Chat sind oder in dieser Vorlesung sind, wird das, naja, schwierig sein zu bewerten, aber ich gehe davon aus, dass das ähnlich wie in der Vergangenheit ein interdisziplinäres Publikum aus Informatiker, Mechatroniker, Maschinenbauer, E-Techniker
Mathematiker vielleicht und vielleicht sogar einige Sportwissenschaftler. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine, gibt es irgendeine Disziplin, die ich nicht erwähnt habe, die in der Vorlesung sitzt? Jetzt diejenige oder derjenige könnte sich im Chat melden. Aber ihr seid Masterstudentin des KIT, ihr kennt euch mit dem ILIAS Portalsystem. Hier haben wir ein Passwort, das heißt AMA. Ja, nur AMA und dort und zwar für diese erste Vorlesung. Ja, also das heißt, wir werden mit euch jetzt, ihr könnt praktisch eintreten hier in die Vorlesung. Das Passwort wird zunächst mal auch für alle Vorlesungen des H2T so sein in der ersten Vorlesung, aber über Ilias werden wir dann mit euch kommunizieren und werden wir euch ein anderes Passwort, weil das ist jetzt hier, da kann jeder teilnehmen. Und nur, damit wir nur wissen, wer überhaupt Zugriff auf unsere auf unser Lehrmaterial hat, werden wir dann das neue Passwort mit euch über Ilias kommunizieren. Ich bitte um Verständnis. Ich glaube auch, dass das eine vernünftige Vorgehensweise ist. Einige Leute schreiben, dass sie den Kurs im Ilias nicht finden. Wir können den Link zur Ilias auch nochmal im Chat posten, Da zusätzlich. wird hier geschrieben, ist völlig überfordert, ja. Robotik 2 ist bei Maschinenbau aufgelistet, aber nicht bei Informatik. Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, Fabian und Kevin, ihr müsst bitte, ich dachte, das ist schon geschehen. Genau, also der Kurs ist auch schon freigeschaltet. Das ist ein Problem mit dem Campus-System, dadurch, dass es auch bei dem Maschinenbau ist. Die stellen das standardmäßig dann immer um. Das ist im Moment in Arbeit am KIT. Also der wird Das heißt, die beschäftigt zu. Maschinenbauer übernehmen, haben die Oberhand hier. Okay, Ja, das ist alles klar. ein Problem mit dem Campus-System. Ja, nee, das kriegen wir hin. Also das ist eine Vorlesung, wie gesagt, an der Fakultät für Informatik, aber die Teilnehmer der Vorlesung, die kamen immer aus allen Fakultäten. Und ich glaube, das ist dann nur ein Problem im Ilias und das werden wir behoben. Also wie jede andere Vorlesung sollte diese Vorlesung auch im Ilias vorhanden sein. Dort werden wir die Vorlesungsfolien, wir werden Übungsblätter bzw. Aufgaben für euch, das ist auch neu in diesem Semester, bis hin vielleicht so ein paar Programmierbeispiele, wie ihr konkret die Sachen lernt. Ja? Genau, dann gibt es zu dieser Vorlesung eine ganze Menge von Aufzeichnungen und die letzten Aufzeichnungen, die waren vom letzten Sommersemester. Ich weiß nicht, wie gut sie sind, weil ich höre sie nie an. Es gibt auch von 2018, aber hier sind die Links und von 2017, aber hier sind die Links zur der Vorlesung von Sommersemester 2019. Die sind also verfügbar. Ihr könnt sie also im Vorfeld mal angucken. Aber wie ich bereits erwähnt habe, wir machen neue Aufzeichnungen. Ich sehe eigentlich diese Situation auch als eine Gelegenheit, diese Vorlesungen so richtig aufzuzeichnen in aller Ruhe, wo man sitzt, ja, keine jetzt so MOOC, sondern wirklich so flüssig aufzuzeichnen, sag ich mal, und zur Verfügung zu stellen. Das werden wir auch machen, aber falls an der einen oder anderen Stelle zu irgendeinem Problem kommt, dann gibt es hier diese Aufzeichnungen, wie ich bereits erwähnt habe. Das Gleiche gilt auch für viele Vorlesungen am KIT. Hier das Zentrum für mediales Lernen bietet die Aufzeichnungen von allen Vorlesungen oder alle aufgezeichneten Vorlesungen am KIT kann man hier unter diesem Link von ZML finden. Genau. Die Videos, das heißt die Aufzeichnungen, die wir jetzt recorden, die werden wir hochladen. Also nach dieser Vorlesung werden wir sie hochladen auf unser YouTube-Kanal, also YouTube-Kanal von H2T, aber auch über die KIT YouTube-Kanal beziehungsweise Diva und andere.
Präsenzstunde für Vorlesung und Tutorials. Also das ist eigentlich die Zeit der Vorlesung. Das machen wir mit Hilfe von Zoom. Und alle Links bzw. zu diesen Meetings, die sind jetzt aufgelistet auf unserer Website. So, die Vorlesung hat drei ECTS. Das ist, wissen vielleicht die meisten von euch, und der Termin für die Klausur im Sommersemester steht auch fest, und ich hoffe, bis dahin können wir wieder normale Klausuren, also schriftliche Klausuren machen. Die Klausur ist auch in Englisch. Wie man sieht hier, die Folien sind auch auf Englisch und ich rede auf Deutsch. Ich denke, das ist auch eine interessante Mischung, damit man vielleicht auch lernt, wie man englische Fachbegriffe auf Deutsch erklären kann. Das ist auch eine Herausforderung für mich selber. Für ausländische Studierende ist es auch eine Gelegenheit, auch die deutsche Sprache mal ein bisschen besser zu hören. Die Prüfung, die findet schriftlich statt, weil aufgrund der großen Teilnehmerzahl, also inzwischen sehe ich 103 Teilnehmer hier in dieser Vorlesung, in den Klausuren erfahrungsgemäß schreiben viel mehr Leute mit als Leute, die in die Vorlesung hier oder in der Vorlesung waren. Und ich gehe davon aus, dass es auch so also in diesem Semester sein wird. Alle weiteren Details hier zur Klausur mit Anmeldung und so weiter und so fort werden wir zu gegebenem Zeitpunkt bekannt geben. So, wie ich bereits erwähnt habe, die Folien sind auf Englisch, ich rede auf Deutsch, und wir haben noch einen Dienst für euch, und zwar wir haben den weltweit einzigartigen Dienst des KIT, und zwar den sogenannten Vorlesungsübersetzer von Kollege und Professor Kollege Alexander Weibel, auch hier am Institut für Anthropomatik und Robotik. Das heißt, diese Aufzeichnungen, die werden dort übersetzt. Ihr könnt auch, ich weiß nicht, ob das heute geht, mich simultan verfolgen. Das heißt, das, was ich auf Deutsch erzähle, in englischer Sprache verfolgen. Also Übersetzung von live geht nicht offenbar, das weiß ich. Momentan ist es auch ein bisschen eine Herausforderung für das Team von Lecture Translator, alle diese Vorlesungen live hier zu übersetzen, aber das wird so funktionieren. Was auf jeden Fall funktionieren wird, ist, dass diese Aufzeichnungen, die wir hier machen, wo ich auf Deutsch werde, auch an den Lecture Translator, an das Lecture Translator Team weitergeleitet werden, und die werden dort übersetzt und zur Verfügung gestellt. Genau, wie das funktioniert, da sieht man hier, das ist die URL, also da könnt ihr mit eurem Rechner, Tablet und so weiter und so fort oder ähnliches euch einloggen bei lecturetranslator.kit.edu, und dann das Passwort heißt hier Robot2-2020, müssen wir wahrscheinlich nach dieser Vorlesung ändern. Das geht ans Team hier, damit wir, ja, aber schauen wir mal mit diesen Passwörtern. Also eigentlich die YouTube-Videos oder die Aufzeichnungen der Vorlesung in der Vergangenheit, die habe ich auch auf YouTube offen für jeden, also nicht nur im KIT-Netz. Ich habe damit nichts, also kein Problem, aber bei dem Lecture Translator müssen wir das klären, ob das problematisch ist. So, wir bieten eine ganze Reihe von Veranstaltungen am H2T. Also wir sind jetzt hier in der Vorlesung Robotik 2. Alle Blöcke hier in hellgrün sind Vorlesungen, die im Sommersemester stattfinden. In dunkelgrün, das sind Vorlesungen oder Veranstaltungen, die im Wintersemester stattfinden. Also vielleicht waren einige von euch in Robotik 1 Stammmodul bei Informatikern. Im Wintersemester haben wir auch die Vorlesung Moderne Informatik in der Robotik. In diesem Sommersemester, wie man sieht, haben wir Robotik 2 heute. Wir haben direkt im Anschluss an dieser Vorlesung, also jeden Montag,
11.30 Uhr bis 13 Uhr die Vorlesung anziehbare Robotertechnologien, also Prothesen, Orthesen, Exoskelette. Und wir haben am Donnerstag um 17.30 Uhr die Vorlesung Robotik 3, die heißt eigentlich Sensoren und Wahrnehmung in der Robotik. Dann bieten wir in diesem Semester zwei Praktika. Einmal das Roboterpraktikum, was normalerweise in Gruppen von 4 Personen natürlich vor Ort durchgeführt wurde oder wird. Dieses Jahr wird es meistens online stattfinden. Das heißt, das sind mehr Software-Aufgaben oder Aufgaben, die ihr in Software lösen sollt. Zur Greifplanung, zur Bewegungsplanung, zur Bildverarbeitung. Und wir hoffen, dass wir am Ende, gegen Ende des Semesters, wieder einen neuen normalen Betrieb haben, sodass vielleicht der eine oder andere Versuch direkt tatsächlich auf dem Roboter stattfinden kann. Das Basispraktikum mobile Roboter, der findet, wenn die Situation sich verbessert, am Ende vom Semester als Blockpraktikum, also nicht verteilt über das ganze Semester, sondern 2 Wochen Blockpraktikum. Und außerdem bieten wir Themen für die Forschung in der Veranstaltung Praxis der Forschung. Also das ist eine sehr interessante Veranstaltung, wo Masterstudenten zusammen mit einem Professor und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter an einem wissenschaftlichen Thema vor ein Jahr arbeiten. Also das ist wirklich fast mehr als eine Masterarbeit mit dem Ziel, dass sie dort eine wissenschaftliche Publikation erzielen. Wir machen auch eine ganze Menge für Schüler, also Schuleaktivitäten von Robotik-AGs in Schulen bis hin zur Hector-Seminarveranstaltungen bzw. Bogi-Praktika. Die Vorlesungen für die Informatiker, die sind in 2 Vertiefungsfächer zu finden. Einmal haben wir Vertiefungsfach 11 und 12, also Robotik und Automation 11 und Anthropomatik und Robot und kognitive Systeme 12. Und man sieht hier, dass diese Vorlesung Robotik 2 ist nur im Vertiefungsfach Anthropomatik und kognitive Systeme angesiedelt ist. Das gibt euch vielleicht auch einen Hinweis zum Inhalt dieser Vorlesung, weil es geht nicht jetzt darum, wirklich die Mechanik von einem humanoiden Roboter hier mal anzugucken, wie ich Gelenke baue oder wie ich die Steuerung von einem Roboter mache. Es geht vielmehr um die Art und Weise, wie kognitive Fähigkeiten in einem humanoiden Roboter realisiert werden können. Das heißt, die visuelle Wahrnehmung, Interpretation von Szenen, wie der Roboter basierend auf dieser visuellen Wahrnehmung seine Aktionen generiert, wie der Roboter versteht, welche Aktionen in welcher Situation ausgeführt werden können, wie kognitive Architekturen die Regelung, Steuerung, Kontrollstrategien auf dem unteren Level mit Higher-Level-Komponenten wie Reasoning, Planning, Sprachverstehen verbinden, zum Beispiel über Gedächtnisstrukturen. Und da werden wir sehen hier, dass wir tatsächlich diese Themen in der Vorlesung Humanoide Robotik behandeln und weniger Themen, die jetzt mit der Entwicklung und Realisierung von einem Roboter oder mit der Kinematik von einem Roboter oder mit der Bewegungsplanung. Das sind Themen, die wir in der Robotik 1 Vorlesung, die wiederum nur im Vertiefungsfach oder Vertiefungsfach 11, also Robotik und Automation, angesiedelt ist. Alle weiteren Vorlesungen wie anziehbare Roboter, die Praktika oder die Vorlesung Robotik 3, die sind eigentlich in beiden Vertiefungsfächern zu finden. Aus den Informationen, die wir momentan aus den Modulhandbüchern haben, sieht die Welt für uns so aus. Also das sind unsere Vorlesungen und das ist, wer eigentlich diese Vorlesungen hört bzw. anerkannt bekommt. Das sind Informatiker, Informationswirtschaft, Mechatronik und Informationstechnik, Elektrotechnik und Informationstechnik und Maschinenbau.
Und da sieht man hier, dass sogar also Sportwissenschaftlern, insbesondere bei der Vorlesung anziehbare Robotertechnologien hier auch vertreten sind. Genau, so viel dazu. Gibt es irgendwelche Fragen an der Stelle, also Fragen im Chat, auf die ich eingehen soll zum Thema Organisation, Ablauf? Findet ihr das gut? Könnt ihr die Hand hochheben? Oder nein, also wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass ihr das gut findet. Findet jemand das schlecht? Der soll sich melden, dann haben wir direkt auch hier den Namen. Nein. Genau, so viel dazu. Ich sehe keine Fragen, deshalb mache ich mal weiter. Und zwar, was erwartet euch in dieser Vorlesung? Also wir werden natürlich mit einer Einführung anfangen und vielleicht die primitivste Frage oder die Frage beantworten, die vielleicht jeder stellt, wenn man einem erzählt, ich baue Humanoide, ich entwickle humanoide Roboter, ich erforsche einen humanoiden Roboter. Warum also humanoide Roboter? Dann werden wir uns gucken, wie dieses neue Gebiet eigentlich der Robotik sich entwickelt hat. Neu bedeutet so 50 Jahre alt, also neu im Vergleich zu Mathematik, Physik und anderen Gebieten. Was ist der aktuelle Stand der Forschung auf dem Gebiet? Und wir werden kurz auf biomechanische Modelle des menschlichen Körpers eingehen. Wie ich bereits erwähnt habe, Anthropomatik ist die Wissenschaft der Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Wir wollen Maschinen und Roboter entwickeln, die Menschen wollen. Und für uns steht der Mensch im Zentrum. Also es steht nicht nur der Mensch im Zentrum im Sinne von Technologien für Menschen entwickeln, sondern im Sinne von Quelle der Inspiration. Und der menschliche Körper ist das perfekte Beispiel, um Systeme zu entwickeln, die so hochperformant, so vielseitig, energieeffizient und so weiter. Und deshalb wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Wer hat jetzt hier annotiert auf der Folie? Das ist nicht von mir. Kann jemand auf unseren Folien schreiben? Das wäre ja bei den Folien. Wer war das mit dem Stift? Das würde uns interessieren jetzt. Ah ja, okay. Entschuldigung, aber ich werde hier. Also es kommt hier die Frage, dass die Folien im Ilias nicht aktuell sind. Ja, die Folien im Ilias, die sind ja die alten Folien, beziehungsweise Folien, die man letzte Woche hochgeladen wird. Meine Art ist so, dass ich an den Folien bis wirklich zur letzten Minute arbeite. Und deshalb können die Folien, die im Ilias sind, von dem, was ich heute präsentiere, was ich immer präsentiere, abweichen. Wir werden nach jeder Vorlesung ein aktualisiertes PDF im Ilias zur Verfügung stellen. So, dann werden wir mit einem der komplexesten Themen beim Menschen eigentlich und in der Robotik beschäftigen. Wir haben viel zu dem Thema in der Vorlesung Robotik 1 erwähnt, oder wir haben die analytischen Methoden und Aspekte der Greifplanung, der Greifsynthese kennengelernt. Aber Greifen ist nicht nur ein Kontrollproblem, Greifen ist ein komplexer kognitiver Prozess. Und deshalb wollen wir wiederum gucken, wie funktioniert Greifen beim Menschen? Wie geht man eigentlich mit der Komplexität des Problems, sowohl aus biomechanischer Sicht, aus Bewegungsanalyse-Sicht, als auch aus robotischer Sicht, also sogenannte Greiftaxonomien. Einige davon haben wir in Robotik 1 kennengelernt. Wir werden weitere kennenlernen. Und dann werden wir uns mit dem Greifen von Objekten, für die wir keine Modelle haben. Also in der Vorlesung Robotik 1 haben wir uns ausschließlich mit Themen des Greifens für Objekte, für die wir
perfekte geometrische und vielleicht dynamische Modelle haben. Hier geht es darum, Methoden vorzustellen, mit denen man Objekte greift, die man nicht kennt, für die man kein genaues Modell kennt, aber ähnlich sind zu Objekten, die man schon mal gesehen hat, vielleicht von der Form. Und Objekte, die man und auch mit Aspekten des Greifens von Objekten, die man überhaupt nicht kennt. Und wenn man darüber hier so redet, dann sind das eigentlich Probleme des maschinellen Lernens, wie ich das auch in Robotik 1 kurz angedeutet habe. Das heißt, wie kann man erkennen, dass ein Objekt, was man gerade sieht, oder eine Entität, was man gerade sieht, ähnlich ist zu einem Objekt, was man kennt? Klassifikation, Kategorisierung. Und im Falle von unbekannten Objekten, wie soll man sensorische Informationen fusionieren, zum Beispiel Bild- und haptische Informationen und vielleicht irgendwelches Hintergrundwissen, was man so über die Welt, über die Objekte kennt, wie kann man das fusionieren und nutzen, um unbekannte Objekte zu greifen? Und wie kann man Strategien, die vielleicht die Aktion von Robotern mit einbinden und somit praktisch diese Integration von Perzeption und Aktion realisieren, um mit unbekannten Objekten umgehen zu können, unbekannten Situationen oder unbekannten Objekten. Das heißt, es wird ein großes Thema, sodass ihr nach dieser Vorlesung nicht nur das Greifen, das modellbasierte Greifen wie in der Robotik 1 könnt, sondern ihr könnt oder ihr habt Einblicke und vielleicht tiefe Einblicke in alle Probleme und einige Ideen zu Lösungen dieser Probleme des Greifens von ähnlichen bzw. unbekannten Objekten auch haben. Wir werden uns mit einem weiteren sehr spannenden Thema und zwar die, auch beschäftigen, und zwar die aktive Wahrnehmung. Ja? Die aktive Wahrnehmung nicht im Sinne von einem aktiven Sensor, der Energie emittiert und dann irgendwas wird reflektiert und dann misst man vielleicht den Abstand zu einem Objekt, sondern aktive Wahrnehmung in dem Sinne, dass man nicht mit festen Kamerasystemen arbeitet auf der einen Seite, dass man zum Beispiel den Kopf bewegt, um mehr über die Szene zu erfahren, dass man beispielsweise in eine Szene mal pusht, ja, oder Push-Aktionen ausführt, damit man die Objekte auseinander bringt und somit beispielsweise die Segmentierung von diesen Objekten vereinfacht, damit ein Roboter überhaupt versteht, wo ist eigentlich ein Objekt in der Szene, wenn er überhaupt nicht weiß oder wenn diese Objekte nicht bekannt sind. Und da werden wir hier auf der einen Seite also diese Verbindung zwischen Aktion und Perzeption, also wie ein Roboter seine eigenen Aktionen nutzen kann, um die Perzeption zu verbessern, indem er aus unterschiedlichen Ansichten Objekte anguckt, indem er zum Beispiel Schiebeaktionen oder Push-Aktionen ausführt, damit die Segmentierung verbessert ist, indem er vielleicht seinen Kopf mal anders dreht, damit die Spracherkennung, also die Audiosignale verbessert werden. Und zum Zweiten wollen wir sehen, wie wir visuelle und haptische Informationen kombinieren können, um mehr über die Welt zu verstehen, speziell um unbekannte Objekte zu greifen eigentlich. Das wird uns zum letzten Punkt bei dem Kapitel greifen. Das nächste Thema, was wir behandeln werden in der Vorlesung, ist Imitationslernen. Ja, die Idee, dass ein Roboter vom Menschen lernt, sein Wissen, seine Fertigkeiten aus Beobachtung des Menschen lernt. Wir werden hier schauen, was sind eigentlich die Probleme, die man hier lösen muss. Wahrscheinlich muss man den Menschen beobachten und Demonstrationen des Menschen zunächst mal verstehen. Also einmal natürlich die sensorische Erfassung von Demonstrationen. Ich habe eingegriffen, ich habe eingeschenkt und ich habe abgestellt. Aber dann, wie repräsentiere ich das auf eine generalisierte Art und Weise und wie führe ich diese gelernten, generalisierten Repräsentationen dann auf einem Roboter aus. Das heißt, da werden wir uns hier mit Fragestellungen der Aktionsrepräsentation und der Generalisierung von Aktionsrepräsentationen hier beschäftigen.
Und das letzte Kapitel, und das ist im Vergleich zum letzten Jahr auch neu, und das ist so ein Kapitel, was das Problem behandelt, wie man von Signalen zu Symbolen kommt. Also wenn ich jetzt oder ein Roboter ein Bild sieht, dann ist es nur eine Matrix, wie wir wissen, aus Nullen und Einsen, aus Zellen, je nachdem, wie viel Bits pro Pixel im Bild hat. Also eine Matrix aus Zellen, und aus dieser Matrix aus Zellen muss tatsächlich eine Interpretation kommen. Da sitzt der Tamim, hält eine Vorlesung, zieht ein oder hat ein Headset an, ein altes mit Kabel, ja, und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wie kann man aus Features, also aus Merkmalen zunächst mal zu Objekten, also aus Merkmalen zu Tassi kommen, beziehungsweise aus Bewegung zu einer sinnvollen Aktion, wie winken, ja, oder wie greifen. Das sind ja das sind Trajektorien, die zunächst mal keine Bedeutung haben, aber wenn ich sie in die Richtung oder auf diese Art und Weise nutze oder wenn ich die so ausführe, dann haben sie dann kann ich ein Symbol damit assoziieren. Und das heißt, das bedeutet zum Beispiel die Aktion schneiden oder die Aktion einschenken oder die Aktion trinken oder sitzen. Und das ist ein sehr komplexes Thema in der künstlichen Intelligenz oder bei kognitiven Systemen, wo wir in den letzten 10 Jahren hier eine ganze Menge von Forschungsprojekten haben, wo wir diese Aspekte von diesem Problem lösen. Man nennt das auch Signal-Symbol-Gap. Und wir werden hier schauen, wie man Repräsentationen von semantische Repräsentation von Objekten und Aktionen, wir nennen sie auch Object-Action-Complexes hier, aus sensormotorischen Daten des Roboters lernt und generalisiert und adaptiert auf neue Situationen. Das heißt, wir werden unser Bestes oder ich werde unser Bestes tun, dass wir dieses Kapitel dieses Jahr auf jeden Fall in der Vorlesung hier bringen, weil das ist hochaktuelles, aber unglaublich wichtig, um tatsächlich diesen Gap zwischen Sensordaten, also rohen Daten eines Roboters, Gelenkwinkel, Bilddaten und so weiter und so fort und Symbolen, mit denen jemand planen kann oder mit denen ein Spracherkenner verstehen kann, was eigentlich jetzt der Kontext, der aktuelle Kontext und was ist das Ziel des Menschen oder in einer bestimmten Aufgabe. Genau, also das ist was auf euch, zunächst mal hier eine kurze Einführung. Entschuldigung, ich gucke ein bisschen im Chat, falls irgendwelche Sachen gibt, die ich kommentiere und deshalb manchmal diese Unterbrechungen. Aber das ist, was euch erwartet und ich hoffe, dass es dass spannende Themen für euch sind und dass ihr auch hier etwas zu diesen Themen lernen werdet. Genau, jetzt habe ich eine Einführung zu unseren Themen, was wir hier am H2T machen, also in meinem Team. Und da würde ich versuchen, jetzt hier ein bisschen schnell drüber zu gehen, auch mit Querbezug zu dem, was ich gerade erzählt habe. Wir entwickeln humanoide Roboter-Systeme und der Schwerpunkt tatsächlich liegt darauf, dass wir Systeme entwickeln, Systeme ingenieren, ja. Weil es reicht nicht aus, dass ich einen Aktuator oder eine Hand oder nur einen Kopf oder nur einen Bildverarbeitungsmethode oder Algorithmus für Objekterkennung oder Objektlokalisierung entwickle, wenn es darum geht, assistive Technologien für Menschen zur Verfügung zu stellen, sondern man muss das komplette System mal betrachten. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal und sogar wir gehen viel weiter als andere Gruppen auf dem Gebiet, indem wir tatsächlich vom Design, von der Konstruktion, also Roboterdesign und Konstruktion bis hin zu komplexen kognitiven Architekturen von diesen humanoiden Robotern bearbeiten.
Also wir entwickeln alle diese Roboter oder haben alle diese Roboter, die ihr gleich sehen werdet, hier entwickelt am KIT. Natürlich ohne Mathematik kommt man nie weiter. Ja? Also deshalb die Modellierung, die mathematische Modellierung oder mathematische Modelle zum Roboter selber, kinematische, dynamische Modelle haben wir ja in Robotik 1 gesehen, aber Modellierung von Aktionen, Modellierung von Szenen und so weiter und so fort, das ist auch ein Teil, was man unbedingt braucht. Ein Schwerpunkt bei uns ist die Wahrnehmung, also die visuelle und die haptische Wahrnehmung, und zwar speziell für das Greifen und für die Manipulation in der Robotik. Also das sind diese zwei Blöcke hier, wo mehrere Doktorandinnen und Doktoranden sich hier auf diesen Themen arbeiten oder forschen. Zum Zweiten, das Lernen von Menschen. Wir wollen diese Roboter in die Lage versetzen, dass sie aus menschlichen Demonstrationen lernen, das Gelernte generalisieren und dann adaptieren auf neue Situationen, basierend auf vielleicht Erfahrung bei der Ausführung von Aktionen oder basierend auf Instruktionen des Menschen, dass der Mensch beispielsweise den Roboter korrigiert und sagt, nein, das war ja nicht so gut und du musst es jetzt hier anders machen. Das heißt, Lernen aus Beobachtung des Menschen und aus Erfahrung, und um dieses Lernen vom Menschen zu machen und auch um humanoide Roboter zu entwickeln, also anthropomorphe Komponenten wie Arme, Beine, Hals, Hand und so weiter und so fort, brauchen wir oder müssen wir denn auf den Menschen gucken und insbesondere auf den menschlichen Körper. Das heißt, der menschliche Körper als Quelle der Inspiration für Design, aber gleichzeitig auch als Quelle der Inspiration, um menschliche Bewegungen zu interpretieren und natürlich aus Bewegungsabläufen des Menschen Kontrollprogramme oder Fertigkeiten des Roboters, man sagt auch dazu Bewegungsprimitiven des Roboters, zu lernen. Und als letztes das Kunstwort Mechanoinformatik, um diese Interdisziplinarität auch auszudrücken, die man braucht, um diese Systeme zu entwickeln. Ein Kunstwort, was aus Mechano, also tatsächlich dieses Bodyware, was man braucht, und Informatics, also dieses Software, aber auch Methoden der künstlichen Intelligenz wie maschinelles Lernen, also Mindware, um wirklich echte, intelligente Systeme zu entwickeln, und zwar ganzheitliche Systeme von der Hardware mit deren Software-Architekturen und mit deren kognitiven Architekturen, wo sie Planning, Reasoning, Lernen, Adaption, aber auch Aktionen in der realen Welt ausführen und die Konsequenzen von Aktionen bewerten und aus diesen Konsequenzen oder aus diesen Ausführungen etwas lernen. Und wir haben von Roboter aufgebaut, das ist die AMA-Familie, ist vielleicht einigen von euch bekannt, AMA 1 und 2, damals im Rahmen meiner Doktorarbeit, und dann AMA 3a und 3b, AMA 4, wie man hier sieht, dann hier Komponenten von AMA 5, der als ein Ganzkörper-Exoskelett angedacht war und wo wir immer noch daran arbeiten, eine große Herausforderung, aber mehr dazu in der Vorlesung, anziehbare Roboter. Und dann das neueste Mitglied ist AMA 6 hier, der grüne Roboter. Zusätzlich weitere Roboterkomponenten wie Handy beispielsweise, da das Greifen für uns hier eine zentrale Rolle spielt, sieht man hier, dass wir in den letzten 2 Dekaden eine ganze Menge von 5-fingerigen Roboterhänden hier entwickelt haben, angefangen hier mit der Fluidhand, mit der Karlsruher Fluidhand, die am Institut für angewandte Informatik bei Professor Bretthauer und Dr. Schulz entwickelt wurden und die zum Beispiel hier bei AMA 3a eingesetzt wird, also hier die blaue oder die rote bei AMA 3b. Und neulich, wie man sieht, hier entwickeln wir
mehrfingerige oder anthropomorphe Handy, sowohl als Roboter-Handy als auch als Prothesen-Handy. Das sind so Roboter-Handy, die man personalisieren kann, einmal von der Dimension und Größe skalieren kann. Man sieht hier eine weibliche, eine männliche, hier eine weibliche und hier eine Roboterhand. Ja? Und wie man sieht hier, das sind auch 3D-Drucktechnologien, aber sehr dedizierte, eingebettete Systeme, die sogar Bildverarbeitungsmethoden mit tiefen neuronalen Netzen auf einem sehr ressourcenbeschränkten System realisieren. Man sieht hier ein Beispiel, was die Hand kann. Das ist eine sogenannte unteraktivierte Hand. Das heißt, sie hat nur zwei Motoren und man sieht hier diese Struktur, die wurde vorgeschlagen im Jahr 2000 von Naoki Fukaya und mir, wo man hier mit einem einzigen Aktor sogar alle 21 Gelenke der Hand ansteuern kann. Das sind hier Wippen, die man sieht. Das ist die Kraft bei J, die nach unten zieht. Und man sieht hier, dass diese Kraft halbiert sich über den Daumen und über die restlichen Finger. Und wiederum halbiert sich hier über die anderen Finger und so weiter und so fort. Und wir konnten zeigen, dass wir damit eine große Zahl, also über 80% der menschlichen Griffe auf alltäglichen Objekte nur mit einem einzigen Motor realisieren konnten. Basierend auf diesem Mechanismus hier habe ich eigentlich hier auf dem Schreibtisch, aber ich zeige das an einer anderen Stelle, haben wir eine Realisierung in 3D-Druck, wie man sieht hier, mit zwei Motoren statt eins, weil wir einen separaten Motor für den Daumen hier vorgesehen haben. Und wie man aus dem Video gesehen hat, kann die Hand hier Objekte erkennen, ja, mit Hilfe von einer Kamera, die hier in der Handfläche integriert ist. Und mit Hilfe von einem Mikrocontroller und einem tiefen neuronalen Netz, was hier auf diesem Mikrocontroller mit 2 Megabyte RAM und ich glaube 2 Flash-ROM, kann man tatsächlich bis zu 13 unterschiedliche Objektklassen hier erkennen, sodass die Hand immer die Griffe vor einem Prothesenträger automatisch selektiert, ohne dass er selber oder sie selber praktisch wählt, wie soll die Hand jetzt ein bestimmtes Objekt greifen. Wir entwickeln auch anziehbare Roboter, habe ich bereits vorher erwähnt, also Exoskelette für die untere, aber auch obere Extremitäten, die Menschen unterstützen, also bei körperlichen Aktivitäten unterstützen, zum Beispiel Tragen von schweren Lasten, zum Beispiel auch Unterstützung von Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Und das ist ein sehr komplexes Thema, wo es tatsächlich damit anfängt, wie kann man intelligente Gelenke bauen. Also Gelenke, die sich automatisch anpassen an den menschlichen Körper, ja, weil dieses Exoskelett soll ja eine Erleichterung des Menschen sein und keine Behinderung oder Einschränkung. Deshalb müssen die Gelenke tatsächlich selbst anpassend sein zu denen des im menschlichen Körper. Man sieht hier ein paar Ideen und Beispiele, so Reißverschluss-ähnliche Gelenke zum Beispiel, um diese Misalignment zwischen den Gelenkachsen bei dem Exoskelett und beim Menschen zu reduzieren. Und das ist eins der Forschungsthemen, die wir hier behandeln, aber das wird mehr in der Vorlesung Wearable Robotics diskutiert bzw. beschrieben. So, zu unseren Forschungsthemen, insbesondere das Engineering, also Software- und Hardware-Engineering von humanoiden Robotern, Greifen und Manipulation und Lernen aus Beobachtung des Menschen. Natürlich, die natürlich-sprachliche Kommunikation, Interaktion ist extrem wichtig. Das ist ein Thema, was wir durch die Beiträge von meinem Kollegen Professor Alex Weibel hier natürlich in unserer Forschung haben.
und wo wir in der Vergangenheit hier im Rahmen zum Beispiel von dem Sonderforschungsbereich 588 hier in Karlsruhe solche interagierende, also Roboter entwickelt haben, die komplexe Aufgaben in der Küche durchführen, zusammen mit einem Menschen, also wo sie auch mit einem Menschen mit natürlicher Sprache interagieren. Das ist genau, wo alles entstanden ist, dieser Sonderforschungsbereich. 12 Jahre Forschung an humanoider Robotik in Karlsruhe hier, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da sind diese Systeme entstanden. Es sind natürlich andere Methoden der Wahrnehmung, der Sprachverarbeitung entstanden. Aber jetzt nur hier die Systeme, wo ich am meisten beteiligt war. Und da sieht man hier ein paar Beispiele aus meiner DIS, ja, vor der AMA 1, das war so eine Machbarkeitsstudie eigentlich, wie kann man die Komplexität von so einem humanoiden Roboter überhaupt beherrschen. So zum Beispiel koordiniert die zwei Armbewegungen ohne natürlich Bildverarbeitung, also nur mit Kraftinformation hier, beziehungsweise hier beim Hochheben von einem leichten Objekt, ja, das ist jetzt hier kein, das ist nicht mal 2 Kilo, was der Roboter hier hochhebt, aber es ging darum, 1999 tatsächlich diese Komplexität, also zu erforschen, wie man die Komplexität von solchen Systemen beherrschen kann. Und man sieht hier, dass alle Roboter, die wir entwickelt haben, abgesehen von AMA 4 auf mobiler Plattform laufen. Das war auch vom Anfang an eine Absicht in unserer Forschung. Wir wollten uns nicht auf das schwierige Thema des Laufens konzentrieren, weil auch so viele Gruppen sich mit dem Thema beschäftigen, sondern wir wollten uns natürlich auf die ganzheitliche, auf die Entwicklung ganzheitlicher Systeme, also die Mechatronik und Software, also Hardware und Software integrieren, aber auch auf Aspekte des Greifens und Manipulation, Interaktion und Lernen, aus, zum Beispiel aus Beobachtung des Menschen. Das sind hier weitere Beispiele. Da sieht man hier den AMA 3, der ist inzwischen 14 Jahre alt. Ja? Der hat 43 Gelenke. Und da sieht man hier ein paar Fähigkeiten. Das ist die alte Küche und ich hoffe, es wird sich hier eine Gelegenheit geben, dass wir am Ende des Semesters auch eine Laborführung und euch und unsere neue Küche bzw. die neue Umgebung zeigen, wo wir momentan hier sitzen. Der hat also einen Kopf mit 7 Gelenken, einen Kopf mit 7 Gelenken und 2 Kameras pro Auge und 6 Mikrofone, Arme mit 7 Freiheitsgraden, mit pneumatischen Aktuatoren angetriebenen Händen, was ich vorher erwähnt habe, dann ein Torso mit 3 Freiheitsgraden und dann eine holonome Plattform, 5 Rechner und wiegt ungefähr 150 Kilogramm. Das ist AMA 4, was wir 2013 angefangen haben zu entwickeln. Man sieht hier 63 Bewegungsachsen und man sieht hier, dass der Roboter auch Beine hat und das Ziel von dieser Forschung ist nicht tatsächlich das Laufen, sondern das Ziel ist die Untersuchung der Koordination zwischen, also der Koordination beim Menschen zwischen Mobilität und Manipulation, beziehungsweise auch zu untersuchen, wie Menschen oder zu untersuchen, wie man Systeme baut, die zum Beispiel Stürze beim Menschen verhindern, was ja für Exoskelette beispielsweise von großer Bedeutung ist. Also das Balancieren und das Sturz und die Sturzprävention. Genau, das sind nur ein paar Beispiele. Da sieht man hier auch, was der Roboter hier machen kann, also mit dieser Drehmoment geregelten Gelenken. Man sieht hier, dass der Roboter auf Störungen hier reagieren kann, also solche Multikontakt-Konfigurationen festhalten kann durch die Nutzung der Redundanz des ganzen Körpers. Also der Roboter existiert und der funktioniert, wie man sieht hier in solchen Beispielen
Und nochmal hier, weil ich bekomme immer wieder die Frage, wann läuft der Roboter wieder? Wann läuft der Roboter überhaupt? Der Roboter hat auch ein paar Schritte gemacht, aber das ist wirklich nicht unser Ziel. Unser Ziel und der Kern unserer Forschung ist Greifen und Manipulation und Verstehen von Balancieren oder wie Menschen sich balancieren, um zum Beispiel assistive Technologien zu bauen oder zu entwickeln, die das Fallen verhindern, beziehungsweise das Risiko des Fallens verhindern. So, genau, das ist das Ziel hier von der Forschung, wie man diesen Transfer hier zwischen humanoider Robotik und anziehbarer Robotik machen kann. Das heißt, die Technologie, die man hier oder was man gelernt hat bei der Entwicklung von humanoider Robotik auf Prothetik bzw. Orthetik und Exoskelette hier zu übertragen. Und da sieht man hier, dass wir auch uns mit Themen beschäftigen, die von der Aktorentwicklung bis hin zu intelligenten Gelenkkonzepten, die zum Beispiel auch die synergetische Kopplung zwischen unterschiedlichen Gelenken im menschlichen Körper nachbilden. Also zum Beispiel zwischen Knie und Sprunggelenk oder Hüft- und Kniegelenk. So, zu den Robotern selber, vielleicht hier nur zu AMA 6, die neueste Generation der AMA-Familie. Das Video wackelt hier ein bisschen, glaube ich, das liegt aber nicht am Video, sondern vielleicht an der Übertragung, das weiß ich nicht, ob es bei euch auch wackelt. Aber man sieht hier den Oberkörper oder die Arme von AMA 6. Und man sieht, dass diese Arme eigentlich übermenschliche Performance bzw. Bewegungsmöglichkeiten haben. Zum Beispiel können die Unterarme und Oberarme sich kontinuierlich drehen. Ja? Und man sieht, dass man natürlich vom Menschen lernt, aber trotzdem auch Systeme bauen kann, die vielleicht effizienter für bestimmte Aufgaben sind als der Mensch. Also wenn es darum geht, zum Beispiel etwas zu schrauben, dann wäre wahrscheinlich eine kontinuierliche Rotation vom Unterarm eine effizientere Lösung als das Schrauben wie beim Menschen auszuführen. Deshalb, wenn so ein System diese Fähigkeiten hat, wäre das wahrscheinlich eine Effizienzsteigerung. Der ist neu, also 2017 entstanden und der hat 27 Bewegungsachsen. Ja, die Folie ist auf Deutsch, merke ich hier. Der hat 5 Kameras für die visuelle Wahrnehmung, Drehmoment geregelte Arme. Der kann von 0, also auf dem Boden, durch dieses Teleskopgelenk, kann er bis zum Boden fahren und bis zu 2,4 Meter operieren. Ja, der kann also seine Arme oder sein Torso hochheben und dann auf 2,4 Meter operieren. Und die Spannbreite von dem Armen, also das sind so Angaben, die man bei Flugzeugen hat, ja, also die sind über 3 Meter, wie man sieht. Und jeder Arm kann bei einer mittleren Entfernung, also so Manipulationsentfernung, wo die Arme nicht voll ausgestreckt sind, sondern etwa so bis zu 14 Kilogramm tragen. Ja, im ausgestreckten Zustand bis zu 10 Kilogramm, aber bei dieser mittleren Entfernung bis zu 14 Kilogramm. Und da sieht man hier ein Beispiel. Der Roboter wurde entwickelt, um Technikern bei Wartungsaufgaben zu unterstützen, also in Lagerhäusern von zum Beispiel Online-Supermärkten. Das heißt, wo 2 Techniker normalerweise Aufgaben durchführen, wo der eine Techniker der Experte ist und der weiß, wie zum Beispiel eine Aufgabe auszuführen ist und wo ein zweiter Techniker nur unterstützt, indem er oder sie das nächste Werkzeug überreicht oder etwas festhält zum Abschrauben. Und da sieht man hier ein paar Beispiele tatsächlich in der realen Umgebung, also wo der Roboter dort operiert und getestet wird. Natürlich geht es jetzt hier nicht um Haushaltsobjekte wie bei dem AMA 3, sondern es geht um Werkzeuge. Das ist so ein Werkzeugkiste. Das sind hier die unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten von dem Roboter. Da sieht man hier auch, wie diese
diese endlose Rotation der Unterarme bzw. Oberarme zu einer flexibleren oder effizienteren Ausführung von Aufgaben führt, das Greifen von zum Beispiel Sprühflasche mit Sprühmittel und so weiter und so fort. Das Ganze wurde im Rahmen von dem EU-Projekt Second Hands mit vielen, also natürlich wurde der Roboter hier am KIT entwickelt, aber Beiträge, um dieses Problem zu lösen, von vielen Kolleginnen, Forscherinnen in Europa, zum Beispiel am EPFL, an der UCL in London, EPFL in der Schweiz, in Lausanne, UCL in London, aber auch Sapienza Universität Roma. Genau, Greifen und Manipulation, da sieht man hier, was der AMA 3 machen kann. Das ist so eine Aufgabe, da bin ich sehr stolz auf dieses Video. Deshalb darf nicht fehlen in keinem meiner Vorträge, weil schon am 3. Februar 2008 konnten wir das machen. Ja? Und das ist so ungefähr eine 45-minütige Demonstration. Inzwischen machen wir das oder ist das ein bisschen schneller. Und wie man sieht hier, mehr als fast 3000, also 2400 Mal in den letzten 12 Jahren. Das ist schon eine beachtliche Leistung für solche komplexen Systeme. Und der Roboter kann das immer noch hier durchführen. Nur ganz kurz, was alles dahinter steckt. Und wir haben vieles davon in der Robotik 1 gelernt, also bildbasierte Greifen. Und da werden wir, also bildbasierte Objekterkennung und Lokalisierung, da werden wir in Robotik 3 hier was dazu hören. Visual Servung zum Greifen, das kennen wir aus Robotik 1. Greif- und Bewegungsplanung oder hybride Kraft- und Positionsregelung, wie man zum Beispiel Kraft und Vision kombiniert, um Türen aufzumachen. Navigation werden wir in Robotik 3 zum Thema SLAM auch hier. Aber in Vorlesungen zum Beispiel von Kollegin Weibel zum Thema automatische Spracherkennung könnt ihr hier euch etwas über Dialoge, Spracherkennung und so weiter und so fort auch mal lernen. Das sind hier auch Greif- und Manipulationsaufgaben mit AMA 6, wie man hier sieht. Das sind Aufgaben, die schwieriger sind, weil die Objekte, die sind nicht bekannt. Zum Beispiel hier dieses Tuch, ja, oder zum Beispiel hier diese Schraubendreher oder diese Lampe, die der Roboter hier auf dem Tisch hier greift, wie man sieht. Das zweite hier, Lernen aus Beobachtung des Menschen, wo wir die Kernthemen Beobachtung des Menschen generalisieren vom Beobachteten und Reproduktion von dem Generalisierten auf einem Roboter. Und das hat eine lange Geschichte oder ein großes Forschungsthema hier bei uns. Man sieht hier das Ziel, so eine Bibliothek aus Bewegungsprimitiven, so ein Bewegungsalphabet, ähnlich zur natürlichen Sprache, zu entwickeln, aber für Roboter, wo man aus diesem Alphabet unterschiedliche Aktionen auswählen kann, um komplexe Aufgaben auszuführen. Zum Beispiel Salat vorbereiten heißt schneiden, das Geschnittene in eine Schüssel reintun, rühren, Öl reintun und so weiter und so fort. Andersrum die Reihenfolge. Und das sind so ein paar Beispiele, wo der Roboter aus Beobachtung des Menschen, also in dem Fall hier eine Wischbewegung, tatsächlich sowas lernt, beziehungsweise hier Schiebebewegungen oder Greif- und Abstellbewegungen. Da werden wir in dem Kapitel Imitationslernen viel hier zu dem Thema hören. Und da werden wir verstehen eigentlich, wie das Ganze funktioniert, weil es geht ja nicht nur, es steckt ja viel Arbeit dahinter und Methodik, um diese Videos zu generieren, die man nur so anguckt und schaut, cool und nicht cool. Und da werden wir auch die Limitationen von diesen Methoden hier mal angucken und schauen, was sind aktuelle Forschungsfragen auf dem Gebiet. Also zum Beispiel, wie kann man hier weitergehen oder wie kann man Modellwissen, also was man weiß, wie man Menschen sowas ausführen, mehr hier einbinden oder integrieren in diesen Lernprozess.
Das ist ja ein weiteres Beispiel mit AMA 6. Da zeigen wir, dass der AMA 6 auch das Gleiche macht, wobei der ganze Mensch hier, das ist ein langes Video, das will ich jetzt nicht komplett hier zeigen. Da sieht man hier aber im Gegensatz zu den anderen Arbeiten, dass der Mensch komplett getrackt wird. Also das ist hier das Posentracking von Mensch, natürlich das Tracking von der Aktion. Der Kevin hat vorher die Aufgabe demonstriert und dann zeigt der Roboter, wie er das hier ausführt. Wie gesagt, wir werden das später in der Vorlesung genauer gucken und das Video ist hier 4 Minuten, die ich momentan hier nicht habe. Aber es geht um eine Erweiterung tatsächlich, eine wesentliche Erweiterung von dem, was wir auf den Videos davor gesehen haben. Aber was uns treibt oder was mir treibt, ist tatsächlich so dieses Bewegungsalphabet für Roboter. Und da gucken wir nicht nur einzelne Aufgaben an, wie Wischen oder was wir vorher gesehen haben, sondern wir schauen uns Ganzkörperbewegungen an. Man sieht hier in unser Bewegungserfassungsstudio, wie Menschen, Bewegungen des Menschen aufgezeichnet wird, und zwar mit markerbasierten Systemen hier, damit wir überhaupt zunächst mal Daten generieren. Daten generieren zum Lernen von diesen Primitiven. Ja. So, das heißt, wir haben hier einen Mensch, der ist vermarkert. Die Objekte, die sind zunächst mal vermarkert. Und es geht zunächst mal um die Offline-Phase. Wir wollen Daten generieren, aus denen wir diese Bewegungsprimitiven lernen. Das heißt, es geht zunächst mal nicht darum, oder die visuellen Probleme der Erfassung menschlicher Bewegungen und die Hand und Objekt und so weiter und so fort zu lösen, sondern wir können uns behelfen mit markerbasierten Systemen, zum Beispiel das Vicon-System, das sind Marker hier auf den Objekten auch angebracht, und wir betrachten nicht nur Wischbewegungen, sondern laufen zum Tisch, ein Objekt holen, abstellen oder Salat vorbereiten oder Treppen steigen und so weiter und so fort. Und wenn wir dieses Bewegungsalphabet erzeugen, dann muss der natürlich unabhängig sein vom Lehrer. Ja, das heißt, ob das jetzt der Christian oder der Kevin oder der Tamim, der die Aufgabe demonstriert, sollte das keine Rolle spielen. Deshalb haben wir ein Referenzmodell des menschlichen Körpers, was wir auch in dieser Vorlesung genauer kennenlernen werden. Ein Referenzmodell des menschlichen Körpers, man sieht hier diese Figur hier, und wo wir Bewegungen des Menschen, egal was für ein Mensch, groß, klein, dick, dünn, auf dieses Referenzmodell abbilden. Das Referenzmodell hat 104 Freiheitsgrade. Und man sieht, wir können nicht nur die Bewegung des Menschen, sondern die Bewegung der Objekte auch mit erfassen. Und das Gleiche, also man sieht hier Wischen, man sieht hier Rühren, auch Schneiden oder Treppen steigen. Und wir können das tatsächlich machen für kooperative Aufgaben. Also zum Beispiel, wo einen Menschen beim Duschen oder beim Waschen unterstützt. Ja? Ein Thema, was in einem Forschungsprojekt auch behandelt wurde. Und dann aus diesen normalisierten oder aus diesen Bewegungen dargestellt mit diesem Referenzmodell des menschlichen Körpers, also eine Art normalisierten Bewegungen, können wir die ganze Bewegungsanalyse machen. Also zum Beispiel können wir untersuchen, was sind die wichtigen Posen der Bewegung, die für Stabilität notwendig sind. Oder was sind die wichtigen Posen, um zu schneiden oder um Salat zu schneiden oder um Salat vorzubereiten. Dass der Mensch das Messer greift und dass er diese Schneidbewegung durchführt und so weiter und so fort. Das heißt, segmentieren und interpretieren von diesen Bewegungen mit Hilfe von ML-Methoden, also Methoden des maschinellen Lernens, aber auch biomechanische Analyse der Bewegungen. Also zum Beispiel, wie sieht der Verlauf des Massenschwerpunkts des Menschen während der Ausführung von so einer Bewegung? Oder wie sieht der Verlauf von dem Angular Momentum während der Ausführung der Bewegung aus? So, und basierend darauf, also aus diesen gelernten, aus diesen erfassten, segmentierten Bewegungen, wollen wir genau das hier machen. Wir wollen den Menschen zusammen mit Objekten der Umgebung erfassen, wie sie sich verhalten. Egal was für ein Mensch, deshalb dieses Referenzmodell hier.
Und daraus wollen wir Programme für humanoide Roboter entwickeln. So, und das Ganze ist nicht nur ein Traum, sondern wir haben schon daran gearbeitet und arbeiten wir auch daran. Sieht man hier Menschen, die unterschiedliche Laufbewegungen ausführen, zum Beispiel Treppe hoch mit Geländer, über Steine, Treppe runter ohne Geländer, über ein Sofa, im Sand laufen, über eine Wippe und so. Diese ganzen Bewegungen haben wir aufgezeichnet von Menschen, abgebildet auf diesem Referenzmodell und verwendet, um kinematische Trajektorien oder Bewegungen für den AMA 4 hier oder für den HRP 4 hier aus Japan zu erzeugen. Und auf die gleiche Art und Weise, auf die gleiche Art und Weise wollen wir auch Sturzpräventionsstrategien oder Balancierstrategien für Roboter entwickeln. Man sieht hier den Menschen, der hier Bewegungen mit den Armen auf einem Bein ausführt. Das heißt, Bewegungen der Arme sind eigentlich Störungen für die Balance und die müssen kompensiert werden. Deshalb diese Bewegungen zunächst mal hier mit Hilfe von dem Modell abgebildet auf dieses Referenzmodell, dann in der Simulation von dem AMA 4 getestet und anschließend übertragen auf dem echten Roboter. So, die Abbildung, da werden wir uns natürlich sehr mit diesen Details beschäftigen, aber das war bis hierher eine kinematische Abbildung, sodass für die tatsächliche Ausführung hier auf dem Roboter eine Anpassung von Controller- oder Reglerparametern notwendig waren, basierend auf sensorischer Information, die man bekommt. Das heißt, wenn man die Bewegung direkt vornimmt und abbildet, wird es nie funktionieren, einfach so, ohne dass man nachtunen muss. Und wie ich bereits erwähnt habe, wir haben hier eine ganze Menge von Bewegungsdaten erfasst. Zu unserem besten Wissen haben wir die weltweit größte öffentlich verfügbare Bewegungsdatenbank, und zwar mit Ganzkörperbewegungen des Menschen. Und wie man sieht, hier haben wir sogar Taxonomien für ganzkörpermenschliche Bewegungen entwickelt und haben wir hier angefangen, diese Aktionen des Menschen zu analysieren. Also diese Taxonomie schlägt vor, dass wir eine begrenzte Anzahl von Bewegungen haben, von Körperposen haben, die Menschen normalerweise annehmen. Und man sieht hier bei diesen unterschiedlichen Aktivitäten die Sequenz von diesen Posen, die tatsächlich Menschen hier annehmen, um so eine Bewegung oder so eine Aktion auszuführen. Also wie Treppe steigen, auf Knie gehen, Schnürsenkel binden, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Ja? Und das ist natürlich ein erster Schritt in Richtung einer Semantik von menschlichen Aktionen. Ja? Das ist auch ein erster Schritt in Richtung von Etablierung von einem Bewegungsalphabet für die Programmierung von Robotern. So, und wir nutzen das tatsächlich für die, ja, jetzt stimmt hier was nicht, wir nutzen das tatsächlich für die datengetriebene Generierung von Bewegungen, indem wir Methoden aus der natürlichen Sprachverarbeitung damit verbinden. Methoden aus der natürlichen Sprachverarbeitung, zum Beispiel N-Gramm-Modelle, die prädizieren, was ist das nächste Wort in einem Satz ist, wenn man die letzten N-1 Wörter kennt. Und diese Posen hier, diese Kästchen, diese grünen und gelben und Kästchen, die man hier sieht, die sind eigentlich die Wörter. Und wenn wir die letzten Wörter kennen, dann können wir eine Prädiktion machen, was ist das nächstmögliche Wort in einem Satz oder in einer Bewegung, sodass wir komplexe Probleme oder heutige Algorithmen der Bewegungsplanung Stunden brauchen, in Sekunden eigentlich lösen können. Das wird ein Thema, was uns in der Vorlesung auch hier beschäftigen wird. Genau, natürliche Kommunikation der Aktion, da geht es darum, tatsächlich dieses Gap zwischen Signalen auf der einen Ebene unten, wo wir dieses Low-Level-Architektur haben,
Und High Level, also wo wir verstehen natürliche Sprache, symbolische Aufgabenplanung, also Task Planning haben und wie kann man das miteinander zusammenbringen? Also wie kann man aus Rohdaten Symbole generieren und wie kann man Pläne, die symbolisch auf der obersten Ebene zur Verfügung stellen, hier wiederum auf Aktionen des Roboters, also eigentlich auf Vorgaben für Controller, für Regler abbilden und ausführen. Und da sieht man hier eine komplexe Demonstration von dem Küchenszenario oder Küchendemonstration bei uns, wo es nicht um das Greifen von bekannten Objekten geht, sondern wo es darum geht, dass der Roboter tatsächlich ein Reasoning machen kann und versteht, was kann ich durch was ersetzen in einem bestimmten Plan. Also zum Beispiel in diesem Video soll der Roboter jetzt Salat vorbereiten. Und für Salat vorbereiten weiß er, dass er eigentlich den Salatschüssel braucht. Ja? Und diesen Salatschüssel ist dieses Modell hier, was dargestellt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist, was der Roboter als Salatschüssel kennt. Aber er findet keinen Salatschüssel, er findet aber etwas, was ähnlich ist aus den Formen beziehungsweise aus der Perspektive der Affordanzen, also sprich, was kann ich mit dem Objekt machen? Ja, und eine Schüssel, da kann ich was reintun, oder eine Tasse, da kann ich auch was reintun, aber ich kann daraus trinken. Und deshalb kann der Roboter mit Hilfe von diesen Mechanismen solche Ersetzungen machen in einem Plan. Ich will Salat vorbereiten und die Salatschüssel ist nicht da, deshalb nehme ich mal die Mischschüssel. Und das ist, und das ist, was hier tatsächlich in dem Beispiel zu sehen war, ja, dass der Roboter hier basierend auf diesen visuellen Affordanzen von Objekten solche Ersetzungen machen kann. Natürlich in solchen Plänen geht es auch darum oder muss der Roboter auch beurteilen, welche Aktionen kann er selber machen und welche Aktionen kann er nicht. Zum Beispiel schneiden kann der Armer nicht. Und deshalb ist das ein Teil der Aufgabe, was vom Menschen durchgeführt wird. Aber der Armer kann beispielsweise etwas aus dem Kühlschrank holen. Das heißt, da geht es darum, wie diese Pläne, kooperativen Pläne auch der Mensch, wo natürlich ein Assessment oder Bewertung von den eigenen Fähigkeiten, das kann ich machen, das kann ich nicht machen, sehr komplexe Probleme. Aber woran wir hier arbeiten, sind diese Ersetzungsstrategien. Also Objekte, die notwendig sind, um einen Plan auszuführen und ein Ziel zu erreichen, die aber nicht vorhanden sind, durch Objekte, die die Funktionalität oder die gleiche Funktionalität erfüllen. Und das Gleiche auch für Aktionen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, hier den Tisch zu wischen, da haben wir gesehen, dass der Armer schon gelernt hat, wie man den Tisch wischen kann. Aber wenn ich mal, das ist eigentlich sogar besser, hier Vorlesungen zu halten, weil ich habe die volle Kontrolle über meine Videos. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel den Salat zu rühren hier, dann ist das eine Mischaktion, die auch ähnlich zur Wischaktion ist, was der Roboter gelernt hat, aber für das Mischen von Salat adaptiert werden kann. Das heißt, wir haben auch hier an dieser Stelle diese Wischaktion die Wischaktion verwendet, das Mischen von Salat realisieren. Genau, und das wird uns beim letzten Kapitel der Vorlesung, also from Signals to Symbols and back und zurück, also dieses Signal-Symbol-Gap, da werden wir uns hier mit dem Thema beschäftigen und werden wir schauen, wie zum Beispiel Memory-Strukturen, also Gedächtnisstrukturen, wie Langzeitgedächtnis oder Arbeitsgedächtnis hier einen Beitrag dazu leisten, ja, einen Beitrag dazu leisten, wie man diesen Gap zwischen der sensomotorischen Ebene und der symbolischen Planung und KI-Ebene mal und symbolischen KI-Ebene zu überwinden. Genau.
Das ist, was da drin ist, glaube ich, da werdet ihr in der Vorlesung ja einiges dazu lernen, und zwar alles, was zum Thema, mit dem Thema Lernen zu tun hat, also Lernen aus Erfahrung, Lernen aus menschlicher Demonstration, Lernen von Objektaffordanzen, Adaption von Skills, die Ersetzungsstrategien, da werden wir kurz darauf eingehen, auch in dieser Vorlesung. Und ich hoffe, dass das für euch interessant sein wird und dass ihr hier tiefere Einblicke in diese Themen der kognitiven Robotik bekommen werdet. Genau, wie ich bereits erwähnt habe, der AMA 6, der ist jetzt nicht ein Küchenroboter, sondern ich bin auch sehr froh, dass wir mit dieser humanoiden Technologie auch überzeugen konnten, dass wir auch komplexe Aufgaben in realen Umgebungen ausführen können. Das ist hier das Beispiel von Wartungsaufgaben in einem Lagerhaus, demonstriert jetzt hier auf der CeBIT 2018. Und da sieht man den Roboter, der natürlich mechatronisch funktioniert, aber bei dem Roboter geht es auch darum, dass er versteht, wann braucht eigentlich ein Mensch Unterstützung. Ja? Das heißt, Roboter, der erkennt, erkennt the need of help. Also, und wie kann ein Mensch eigentlich erkennen, dass ein anderer Unterstützung braucht? Natürlich mit Hilfe von Sprache ist ganz einfach. Kevin, kannst du mir helfen, das zu tragen? Oder Kevin, kannst du mir das bringen? Mit Hilfe von Kraftinformationen, wenn ihr zusammen mit jemandem schwere Objekte trägt, da merkt ihr natürlich, dass die andere Person vielleicht Schwierigkeiten hat, mal das Objekt weiter so zu tragen. Dann könnt ihr unterstützen, indem ihr sagt, lass mich mal ein bisschen umgreifen, damit ich dich ein bisschen entlaste. Und natürlich basierend auf der kompletten visuellen Interpretation der Szene, ja, wo man verstehen muss, was ist eigentlich die Aufgabe. Die Aufgabe ist, eine Abdeckung von einem Fließband runterzunehmen. Normalerweise werden zwei Leute gebraucht, aber es steht nur eine Person dort. Da kann ich auf die Idee kommen, oder sollte der Roboter auf die Idee kommen, kann ich dir helfen in solcher Situation, weil dein Kooperationspartner, menschlicher Kooperationspartner in dieser Situation gerade nicht da ist. Und das ist tatsächlich, was wir hier machen und das wir demonstrieren, was wir euch gerne einmal live und wenn nicht live auch über Stream als Video oder als Demonstration zeigen. So, also Haushalt, wie man sieht hier, industrielle Umgebungen, Wartungsaufgaben, aber die Reise geht weiter. Und zwar, wie kann man diese humanoiden Technologien einsetzen bei Dekontaminationsaufgaben von nuklearen oder nuklear verseuchten Umgebungen? Da sieht man hier Anlagenteile aus einem Kernkraftwerk. Das sind nur symbolische, wie die Anlagenteile eigentlich normalerweise aussehen. Das ist bei uns hier im Labor, wo wir zeigen wollen, dass wir in der Lage sind, all diese Objekte mal zu greifen, unabhängig, also ohne Objektwissen. Ja, wir wissen nicht, wie diese Anlagenteile zerschnitten werden bei dem Abbau von Kernkraftwerken, aber die müssen ja gereinigt werden. Und zur Reinigung müssen sie gegriffen werden auf einem Drehteller, wo man dann mit einem Sand- oder Wasserstrahl tatsächlich die Kontaminierung wegmacht und dann anschließend in einem weiteren Container, sauberen Container hier abstellt. Und das ist hier exemplarisch. In dem Kompetenzzentrum Robdikon führen wir diese Arbeiten durch, exemplarisch, wie der Roboter tatsächlich mit diesen Anlagenteilen interagieren kann, wie er diese Box zum Beispiel leeren kann, indem er die Affordanzen der Objekte, also Greifhypothesen basierend auf Formeigenschaften in der Szene identifiziert. Und wie man sieht, haben wir auch im Hintergrund hier einen Teleoperator, der ab und zu mal eingreifen kann, um zum Beispiel diese Hypothesen, Greifhypothesen auszuwählen. Also zu sagen, nimm mal diesen Griff hier. Der sitzt hier mit einer AR-VR-Brille hier, eine Zusammenarbeit mit Kollegen Uwe Hannebeck. Und was wir hier machen,
Wir haben untersucht, was ist eigentlich, was kann der Roboter autonom machen und was würde ein Teleoperator auch bringen. Ja? Also das heißt, auf der einen Seite die semi-autonome Ausführung von dieser Aufgabe, wo der Operator tatsächlich mit einem Klick sagt, nimm mal jetzt hier diesen Griff, ja, und auf der anderen Seite sollte vielleicht zu einem späteren Punkt im Video die Stelle kommen, also jetzt der Teleoperator, der bekommt natürlich alles hier projiziert und sagt, okay, dieses Objekt ist erreichbar und der Teleoperator kann hier sagen, okay, nimm mal das Objekt und nimm mal das Objekt und das wird dann hier ausgeführt. Genau, und es gibt eine autonome Version davon, die ist leider, habe ich jetzt nicht im Video gesehen, also wo der Roboter tatsächlich autonom diese Aufgaben ausführt, ohne diese Intervention von dem Operator. Aber da kommen wir darauf in der Vorlesung zu sprechen. Ich merke, dass die Zeit fast um ist, deshalb hier vielleicht ganz kurz eine Zusammenfassung, ja, interaktiv Lecture, also die Interaktion wird dieses Jahr oder in diesem Semester anders sein. Die Themen, die wir behandeln, die sind ausgewählte Themen, die starke Bezüge zur Perzeption-Aktionskopplung haben, zu künstlicher Intelligenz und Kognition. Wir werden natürlich durch Beispiele den aktuellen Stand der Forschung, also unsere eigene Forschung natürlich auf dem Gebiet, natürlich als Beispiele werden wir die humanoide Robotik um diese Perception-Action-Coupling, Lernen, kognitive Architekturen zu beschreiben anhand von Beispielen, aus der humanoiden Robotik. Und wir werden euch natürlich ausgewählte Publikationen als Literatur zur Verfügung stellen, zusätzlich zu diesem Material, was wir hier haben. Es gibt aber zu dem Thema humanoide Robotik ein neues Buch, erschienen letztes Jahr. Das heißt Humanoid Robotics – A Reference. Das ist die erste umfassende Referenz des ganzen Gebiets der humanoiden Robotik. Das sind über 2000 Seiten, das sind drei Bänder mit über 2000 Seiten Beiträge aus allen Gruppen, die auf dem Gebiet arbeiten. Das Buch kostet eine ganze Menge, aber wenn ihr im KIT-Netz seid, dann könnt ihr das Buch online lesen, also über diesen Springer-Link, was hier angegeben ist. Das sind hier dort ausgewählte Themen zu der humanoiden Robotik, wo an der einen oder anderen Stelle man anhand von einzelnen Kapiteln bestimmte Aspekte zum Beispiel nachlesen kann. Ja, dort ist auch beispielsweise auch ein Aspekt, ein Kapitel zu den AMA-Robotern, die wir hier in Karlsruhe entwickelt haben. Genau, ja, und an der Stelle würde ich dann die Vorlesung hier beenden. Ich bedanke mich sehr, dass, lass mich mal gucken, 114 Leute dabei waren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dabei sind oder ob sie sich angewählt haben und Kaffee trinken oder was rausgegangen sind, aber das ist auch mal eine andere Art von Vorlesungen. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ich auch so viele von euch am nächsten Montag sehen werde. Und wünsche euch natürlich einen erfolgreichen und reibungslosen Start in das neue, besondere Sommersemester 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.